Hallo, liebe Mädels. Hallo, Hallo. So. Ich habe mich gut vorbereitet. Ja, hallo zusammen. Guten Abend. Was sagt ihr? Wie findet ihr die Thema überhaupt? Hallo Dalila. Wie findet ihr die Thema Gelbpolish? Muss ich euch sagen, ich habe schon seit langer Zeit Gedanken gehabt, ob soll ich für euch so richtig nicht nur Nail Art Livestream zeigen, so wie heute, so Produktbewertung. Weil nicht einmal, ehrlich gesagt, immer und oft, besonders mit den Kollegen, die ich habe, sehr nah Kontakt. Ich meine zum Beispiel meine Schüler, ja, wenn die kommen auf Schulungen, oder unsere Kunden, weil wir sind immer am Telefon mit Kunden, immer dabei, also sage ich mit euch auf eurer Seite. Natürlich, wir fragen ab und zu, wir stellen ab und zu Fragen, oder die Mädels fragen uns, ach, könnt ihr uns klären, wo ist der Unterschied das und das? Oder die kaufen unser Produkt, obwohl ich nach meiner Meinung, ich erzähle oft und viel, oder in Beschreibung steht, wie muss man den Produkt, mit dem Produkt arbeiten. Trotzdem kommen immer Fragen. Oder das Gel oder überhaupt ein Produkt bleibt ganz tief im Schubladen liegen. Seit Jahren, weil ihr wisst nicht, wie muss man mit dem Produkt arbeiten, A, und B, ihr seid ein bisschen schüchtern, nicht sicher, ob soll ich da anrufen und fragen, weil wie es funktioniert, weil oft zum Beispiel passiert sowas, kommt jemanden auf der Schulung und sagt, ja Anna, ich habe eure Gel, egal, sowas gekauft, aber etwas klappt nicht, oder zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es funktioniert und er liegt. Ich sage, warum hast du das nicht mitgenommen und mir sofort zeigen, ja, zum Beispiel was reklamieren oder, auch keine Ahnung, ich habe darüber nicht gedacht. Auch interessant, ja. Man kann direkt etwas, wo sind die Frage? Also ich würde so denken, aha, jetzt fahre ich zum Anna. Ich kann das und das mitnehmen. Bestimmt, sie hilft mir mit seinen Produkten zeigen, wie muss man arbeiten. Ja, oder ihr seid einfach schüchtern, wie gesagt, hier anrufen und fragen, weil manche sagen, ja, wir haben ein bisschen Angst, oder manche sagen, ach, wir wissen, du hast immer viel zu tun und wir möchten nicht stören. Oder noch dritte Variante, dass Nagelmodellistin kauft woanders Produkt und versucht einen Kontakt mit Firma zu finden, ja, und klarkommen, wie es funktioniert oder warum funktioniert nicht oder etwas, eine Frage stellen. Und wie ich habe auch schon nicht einmal gesehen, entweder auf Homepage steht mit so großen Buchstaben keine telefonische Beratung und so weiter. Oder am Telefon sitzt einfach ein Manager, der nimmt einfach die Bestellungen ein, aber kann überhaupt nicht antworten, warum es funktioniert. Und diese Frage
bleibt hängen irgendwo im Luft, fertig. Ja? Jutta endlich live dabei. Ja. Ja, hi. Hi Jutta. Ja, und mir ist einfach ehrlich gesagt viel zu schade, weil ich schwöre auf meine Produkte. Ich liebe natürlich, das ist schon klar, sonst wie kann ich verkaufen was, was mir gefällt nicht persönlich, ja. Ich teste sehr lange die Produkte und ich suche immer neue Wege für Produkte. Und wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, mit Jamgel zum Beispiel oder mit Foliegel, egal. Ich bin fast am Heulen und Weinen. Oh, nun warum, warum, warum fragt ihr uns nicht? Ja? Deshalb gewidmet, wie gesagt, diese Woche, wir haben 50% auf alle Gel-Polish-Produkte. Nochmal, was ist das Gel-Polish-Produkte? Das ist die Geli, die sind in einem Flakon. Ja? Warum 50%? Erstens, mein Ziel, dass für die Kunden, die haben keine Möglichkeit, unser Produkt zu probieren, weil keine Ahnung, auf welchen Grund, Geld oder Zeit oder noch was, also ein bisschen motivieren. Ja, oh, jetzt 50% kann man probieren. Also auf jeden Fall, das ist ein super schöner Grund, um unsere Produkte kennenzulernen. Oder wenn ihr arbeitet schon mit unseren Produkten, warum nicht ja, mit guten Prozenten nochmal was kaufen. Ein großer Nachteil mit unseren Farbgele, genauso mit Gel-Polish-Farben, die haben super schöne Deckkraft, deshalb eine Flasche, ja, seit Jahren kann man benutzen. Also für euch das ist gut, für uns das ist nicht so gut, weil wir können das nicht so schnell verkaufen. Ja, ist so. Ja, es gibt immer auf eine Sache Vorteile und Nachteile, ja? Gut. Und jetzt, ich fange an und wie gesagt, Thema Gel-Polish allgemein. Wenn ihr habt Fragen, egal ob ist das unsere Produkte oder es ist Fremdfirmen, ohne Name, ja, meine ich, wenn wollt ihr was fragen, Anna, wie es funktioniert, das und das, also ich brauche keine Firmennamen, weil muss ich sofort testen, um das 100% beantworten, warum bei euch hält diese Gel nicht, kann ich nicht, weil ich kann nicht alle Gele testen, ja, es gibt tausende, tausende Marken, Firmen, die verkaufen oder produzieren Gele, keine Ahnung, ich kann 100% nur für meine Produktion, also meine Produkte antworten. Aber allgemeine Fragen könnt ihr natürlich stellen. Also heute Thema, das ist, was ist das überhaupt Gel-Polish? Wo kann man das verwenden? Wie kann man das verwenden? Danke, Brigitte. Und Farben. Einige Farben, ich würde heute schon zeigen, weil ja, er weiß, was ich meine. Bei Online-Kaufen ist immer Unterschied auf Farbton. Es kommt darauf an, ob habt ihr Samsung oder iPhone, ob ist das PC, Laptop und so weiter und so fort. Ja? Und jedes Gerät hat eigene Palette von Farben. Ich habe mit verschiedenen vergleichen deine Gele lieber ich von allem. Oh, danke dir, mein Schatz. Ja, bitte die, wenn ihr schreibt heute die Fragen, ziemlich kurz, weil sonst die passen nicht auf mein iPhone und ich sehe nicht die ganze Frage. Kurz, deutlich Fragen, ja? Wo war ich? Ja. Gut. Auf jeden Fall. Erste, was wollte ich euch erzählen? Erste, was wollte ich sagen? Also, Deutschland. Nach meiner Meinung, Deutschland ist irgendwie paar hundert Jahre zurück. Also, wir sind hier sehr, sehr konservativ. Es geht um Nail Art, es geht um Design, es geht um viele andere Sachen. Warum wir sind sehr konservativ? Weil
Ich denke, hier heute beim Livestream gibt es viele Russinnen oder Mädels aus anderen Ländern und ursprünglich Ungarn, keine Ahnung. Ich kann 100% beweisen, weil ich bin mit Augen überall. Ja, ich sammle die Informationen von der ganzen Welt, sage ich so, Nagelwelt. Überall in Europa oder in der Welt, Gel-Polish-System steht zurzeit auf erster Place, mein Gott, Platz. Auf erster Platz nach Verwendung, ja, also öfter. Und Aufbaugel schon ein bisschen hinten. Nur Deutschland bleibt konservativ mit Aufbaugel und basta. Warum ist so passiert? Ich kann das eigentlich nicht viel, aber ich versuche kurz und deutlich klären. Es geht um Folgendes. Wie gesagt, wir sind hier zu konservativ, das ist erstens. Und zweitens, es geht eventuell noch nach Haltbarkeit. Als kam dieser Trend auf Gel-Polish nach Deutschland, natürlich unsere Hersteller, also ich meine die größten Betriebe, wo kaufen wir Firmen auch unsere Produkte, also die Labor, sage ich so, ja, die waren natürlich, oh Gott, jetzt unsere Kunden brauchen Gel-Polish, was ist das? Und natürlich kamen viele Experimente. Ich war wirklich mehrere Jahre dabei bei diesen Experimenten im Labor oft mit Chemikern zusammengearbeitet, weil die haben sehr großen Respekt an mich und meine große Erfahrung. Und ich habe immer geholfen und bis heute an mehrere Hersteller bisschen verbessern seine Produkte. Ja, also ich bin immer, sage ich so, sitze ich da im Ofen, wo kommt Produktion? Und es geht um Folgendes. Ja, Dalila, es geht um Folgendes. Unsere Chemiker sind leider sehr fest gebunden mit Ingredienten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja? Ja, Dalila. Also, warum? Weil zum Beispiel, wenn jemand von euch oder überhaupt kauft Gele, die sind Herstellung nicht in Deutschland, sage ich so, China, einfach Asien, ja, asiatische Produkte, AliExpress, das ist kein Geheimnis mehr, ja, bei AliExpress kann man sogar 50 Gramm Aufbaugel, ich habe das selber gesehen, so Augen, für 2,80 €. Ja? Also wer braucht, bitteschön. Nur keiner interessiert sich, was ist da drin. Ja? Und hier bei uns in Deutschland sind sehr anstrengende Regeln. Das ist so genannte MSDS-Liste, also Ingredienz. Und unsere deutsche Behörde und so weiter, die bringen sehr, sehr viel Mühe, dass wir sterben gesund. Versteht ihr, was ich meine? Weil viele Sachen, Kontaktprodukten wie Haarfarbe, keine Ahnung, Make-up, Gesichtscreme und Kosmetik, Nagellack, ja, das ist alles, was macht Kontakt mit Körper. Natürlich einige oder viele Moleküle wir saugen, wenn ganz einfach und easy klären das, ja. Und erstens, was machen diese Behörde? Die testen unsere Produkte oder so Chemieprodukte auf verschiedene Krankheiten. Erstens, die zwei Hauptkrankheiten oder Probleme, das ist Krebs, ja, weil Krebs heutzutage in der Welt, das ist Probleme Nummer eins. Und ich denke, für euch, das wird auch kein Geheimnis, dass Krebs, das kann man nicht vererben, sogar bekommen von außen. Ja? Und die zweite Problem, das ist, viele Frauen, die haben Probleme mit Schwangerschaft. Ja? Also die können, sorry, nicht Potenz, also die können nicht schwanger werden. Das ist die
Probleme Nummer zwei, besonders bei uns in Europa. Deshalb unsere Hände sind sehr, sehr gebunden. Deshalb unsere ersten Versuche mit Gelpolish kochen, sage ich so, die waren immer nicht so gut, nicht so perfekt. Und Deutschland hat das probiert, sage ich so, also ihr, unsere Kunden. Und ihr habt gesagt, oh mein Gott, was für eine... Nein, danke, will ich nicht. So viel Geld ausgeben, es hält nicht, viel Probleme und so weiter. Ja, und so weiter und so fort. Aber wir stehen auch nicht auf einem Platz. Wir entwickeln uns, wir arbeiten weiter und weiter. Und heutzutage unsere Gele, Europa-Gele, in Europa herstellte Gele. Ich meine keine polnische, ukrainische, also eher, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja? Es ist super schöne Qualität und das ist wunderschöne Haltung. So ist das. Ja? Aber, das bleibt trotzdem im Kopf. Oh nein, lieber Aufbaugel, gut oder nicht gut auftragen, gut oder nicht gut feilen. Es hält wenigstens ein paar Wochen. Ja? Und mit Gelpolish ist immer ein Problem, dass sogar in 24 Stunden die Kunden melden sich zurück. Oh Gott, Moni, Gel ist schon ab und Katastrophe. Wer will solche Probleme haben? War aber nicht komplett trocken und nach 3 Tagen hat sich auch gelöst. Florea, bitte nicht so viel schreiben, weil es ist wirklich problematisch alles. Für mich schnell lesen und schnell antworten. Ja, habe ich verstanden. Gut, das bevor ich fange an, ja, mit Produktbewertung, was wollte ich euch kurz, also die Frage ist mehr, ob man das Gelpolish auf die Schwitzschicht arbeiten kann. Ich kläre jetzt. Uno momento, Florida. Florida, ja. So, habt ihr verstanden? Ja, also, und ja, nächster Punkt, was wollte ich euch erzählen? Was ist besser oder wo ist dieser Vorteil von Gelpolish? Vorteil ist einfacher. Das ist schneller, weil wenn Gelpolish-Basen oder überhaupt Gelpolish hält wunderschön, ja, und ihr habt schon Schulungen gemacht, ihr habt schon viel geübt, wie ich habe letzte Livestream gesagt, ja? Mehrere Stunden, also 10.000 Stunden, ja? Das ist, um sich perfektionieren, muss immer sein. Dabei, wenn es schon alles klappt, Gelpolish, muss man nicht feilen und das ist die Hälfte vom Arbeit. Dazu, diese Zeit kann man zum Beispiel investieren, um die Naturnägel besser vorbereiten, wunderschön trockene Maniküre machen, ja, sogenannte Apparatmaniküre oder Kombimaniküren machen, um dass die Nägel schöner sehen, ja, gesünder und kundenzufrieden. Versteht ihr, was ich meine, ja? Und diese harte Arbeit für unsere Rücken ist auch weg. Diese Zeit kann man für Maniküre investieren, diese Zeit kann man für Nailart investieren, diese Zeit kann man investieren für was Neues lernen, ja? Aber stopp, Preis. Es wundert mich, ich bin momentan am einfach so schauen, wie sind überhaupt die Preisliste in Deutschland weit. Falsch. Warum? Oft sehe ich auf die Preislisten, dass Gelpolish oder sogenannte Shellac-System ist bei euch 50% günstiger wie Aufbaugel. Warum denn? Gute Gelpolish kann nicht günstig auch sein, sorry. Und es ist genau so viel Zeit muss man
manchmal nehmen, ja, wenn die Nägel, Naturnägel sind kompliziert. Mein Gott, manchmal Maniküre dauert bei mir eine Stunde, weil das ist Katastrophe, Hände mit total viel Trockenhaut und Hornhaut und so weiter. Falsch. Falsch. Und alles, was ist günstig, Kunden denken, oh, 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 das ist wahrscheinlich nicht gut. Ja? Ja? BMW ist teuer und trotzdem und besser wie, weiß ich nicht, Fiat oder andere Auto. Egal. Jetzt, heute wäre nicht über Preisliste und so weiter. So, Sekunde. Nächste Thema. Gel Polish, Shellac, Gel Lack, Sock Off. Was ist das? Wo ist Unterschied? So, ich kläre eigentlich. Gel Lack, Gel Polish, Sock Off und Shellac. Das sind die gleichen Produkte. Sofort muss ich sagen, weil unsere Kunden, viele nennen das als Shellac, das ist kein extra Produkt. Das ist eine Markensache. Die erste Firma, die hat das richtig auf Market laut gebracht, das war CND, also Maha. Und dieses Produkt nennt Shellac. Ja? Deshalb, es war, also die Maha, die machen eine große Werbung, nicht nur so Innenmarkt, ich meine uns, Nagelmodellisten, die sind schon weltbekannt für Außenkunden, ja? Also ich meine unsere Kunden. Jede Zeitung, wo Cosmopolitan und so weiter, jede Kundin, wenn sie sieht diese oder Werbung beim Fernsehen, kann man oft sehen, genau diese Marke, als Werbung. Deshalb unsere Kunden, wenn die kommen ins Studio, die fragen, ob haben sie Shellac, obwohl die meinen überhaupt nicht Shellac wahrscheinlich, die meinen eventuell einfach Gel Polish System. Also insgesamt, das ist alles ein Gel System und Unterschied und Gel Polish, Gel Lack und Sock Off, das ist auch, wie gesagt, gleichen Produkten, deswegen liebe ich dich. Du alles Profi. Andrea, so viel geschrieben, mein Gott. Oh Gott. So, Wahnsinn. Ja, ja, ich bin Motivator. Das kann ich wirklich gut. Ich kann nicht alles, aber motivieren, es macht mehr Spaß. Leute motivieren. Erzähle ich weiter. Gel Lack und Gel Polish. Das ist und Sock Off. Kann man quasi sagen, das sind auch Farbgele oder überhaupt Gele, ja? Das sind die gleiche, wenn, also jeder macht große Fehler. Ich fand Folgendes. Keine von euch, also bitte schreibt hier, ja, wenn jemand von euch beim Kaufen ein Produkt liest Ingredienten. Keine. Aber wenn jetzt morgen früh geht ihr ins Studio und bitte lesen, was Ingredient steht, zum Beispiel auf eine Gel Polish oder Shellac, sowas hat jeder von euch, ich denke, im Studio. Und was steht einfach auf die Dosen, ja, Ingredients. Und am meisten ihr seht gleiche Ingredients. Versteht ihr, was ich meine? Das ist praktisch, praktisch gleichen Produkten, Ingredients. Nur gibt es natürlich Unterschiede. Wo ist Unterschied? Das Gel Polish Produkte sind mehr elastisch wie Aufbaugele. Das war's. Gibt es zwei Systeme. Ein System, das ist Sock Off System und Gel Polish System. Gel Lack, das ist auch eigentlich kein System. Ja? Also, was ist das Gel Polish? Das ist Aufbaugel, sage ich so im Klammer, nur der ist sehr, sehr flüssig und hat super schöne Haftung mit Naturnägel und durch seine Elastizität
hält wunderschön ohne Feilen oder extra Arbeit auf Naturnägel. Basta. Sock-off-System, Mädels, das ist auch Gel-Lack-System, nur dieses System Sock-off, wir können mit sogenannten Remover entfernen. Also das bedeutet, was? Finger, ihr wisst, was ich meine, muss man mit einem Remover feucht machen, dann ummanteln mit Folie, Alufrischfolie, egal was. Und nach, es kommt darauf an, wie aggressiv ist Flüssigkeit. Lack entfernt sich von Naturnagel zwischen, sage ich so, 3 und 20 Minuten. Jetzt sogar, ich habe bei AliExpress gesehen, bestimmt jetzt kommt überall auch, gibt es so eine Flüssigkeit in die Flasche und oft, also Video im Folgenden, diese Flüssigkeit auftragen auf Nagel und sofort, das löst sich Platz, Platz, Platz. Und wenn ich sehe das, weil ich war gezwungen jetzt viel Chemie lernen und so weiter, ich sage mir, oh mein Gott, oh mein Gott, was für ein Gift ist das alles? Und zweitens, was ist das Remover? Remover, das ist eine Flüssigkeit, sogenannte, jetzt ist weg aus Kopf, zum Entfernen, also Lösung, ja, also löst sich. Zum Beispiel, das ist Aceton oder so wie acetonhaltige verschiedene Lösungen, ja. Ich habe das auch gesehen, das sieht gefährlich aus. Ja, Jutta, das sieht gefährlich aus. Also nach meiner Meinung. Ich will sogar nicht wissen über die Ingredients. Ist schon mit Augen klar. Das bedeutet, stellt ihr vor, also ist egal, ob ist das Aceton da drin oder was ähnliches wie Aceton. Aber meine Frage, ob ihr seid bereit, sich, weil wir, unsere Körperhaut, das ist wie ein Schaum, das saugt alles. Ja? Ich bin zum Beispiel nicht bereit und ich finde, das ist total ungesund für meine Schatzi Haut, sogar 5 Minuten in einer so aggressiven Lösung sitzen. Das ist meine nächste Frage, ob ihr seid bereit. Manche sagen, ach, das ist kein Problem, ich sehe hier kein Problem. Ja, kein Problem. Ne, dann ich würde euch fragen, ob ihr seid bereit, mit dieser Lösung, zum Beispiel mit dieser Lösung Make-up entfernen. Und jeder sagt, oh, nee, nein, ich bin nicht bereit, um Gottes Willen, das ist ungesund. Hallo, für die Nägel, das ist gesund, für die Haut, für Gesicht, das ist nicht gesund. Wo ist Logika? Wie ich sage immer, muss man eine Logika suchen. Gibt es keine Logika. Schwamm, nicht Schaum. Oh, Schwamm, danke dir. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Deshalb Gel-Polish und Sock-Off. Also Gel-Polish-System, die kann man nur feilen. Ja, runterfeilen, wie normales Aufbaugel. Und Sock-Off kann man mit dieser Lösung Mittel entfernen. Feile lieber. Feile 100%. Feile, feile forever. So sage ich. Ja, ho. Ja, deshalb mein System, First Gel System, ist nur Gel Polish. Also ich bin für gesunde Nägel. Weil alles natürlich, was ich verkaufe oder was ich produziere, ich teste auf mich selber. Ich verwende natürlich für mich auch und Mädels, ich liebe mich und ich will gesund und schön und hübsch sterben. Deshalb, wenn es geht um sogenannte Nagellack oder Nagel oder Gesichtscreme oder Haarfarbe, ich muss immer 100% wissen, das ist alles gesund und nicht schädlich für mich. Hm? Und war nur ein Nagel, denn oh, ich hab alles verpasst, sorry. So, gesagt, wo war ich?
Wo war ich? Weiter, egal. Jetzt ich weiter. Also, Gel Polish Basen. Er weiß, das ist eigentlich wie Nagellacksystem. Drei-Phasen-System, das kann man nennen. Erste Phase, das ist Base. Die zweite Phase, das ist Farbe. Und die dritte Phase, das ist. Ja, Florian, sorry. Die dritte Phase, das ist schon Versiegelungsgel, sogenannte Topcoat. Und jetzt kommen wir endlich nah zum Thema Basen. Beim Gesunden für uns. Ja, ja, Monika, ist so. Thema Basen. Ihr weißt genau, oder manche habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, wir haben unterschiedliche Basen. Oh mein Gott, vor ein paar Jahren für mich das war auch, oh mein Gott. Also muss ich euch sagen Folgendes. Ich arbeite in dieser Branche, Nagelbranche, schon seit über 20 Jahren. Ich bin viel zu alt, ehrlich gesagt. Ich habe noch damals in Ukraine, in meiner Stadt Odessa angefangen. Also ich bin Nagelschizophreniker, sowieso. Und am Anfang war nur Acrylnägel, ja. Dann kam langsam Gelnägel, dann kam schon Gelpolish. Aber als kam Gelpolish, ich war schon eine so... alte Hasi mit Aufbaugel oder, und Gelpolish. Und hinter mir waren Wettbewerber und so weiter. Ja? Aber mit Gelpolish, als kam eine Hersteller und sagt, Frau Milay, ihr sollt uns helfen, es war für mich auch eine, vom Anfang, alles sollte ich auch lernen, wie es funktioniert, das und jenes und so weiter. Ich habe immer meine Kollegen in Russland gefragt, die haben schon eine große Erfahrung mit Gelpolish-System arbeiten. Wie soll das aussehen? Warum eine Base ist flüssiger? Und wenn ich trage, wie soll das auf Gefühl auf die Nägel sein? Also es war für mich eine sehr, sehr viel neue Information und Üben. Und ich habe wirklich über 2 Jahre gebracht, um auch sehr zufrieden mit meiner Arbeit werden mit Gelpolish. Und warum so lang? Weil ich habe kaum Kundschaft, deshalb auch Erfahrung, ja, sorry. Und zweitens auch überhaupt verstehen, wie soll perfekte Gelpolish sein. Und jetzt, ich bin wie gesagt alte Hasi, ich kann euch helfen von A bis Z, versteht ihr? Ich war am Anfang, wie es als am Geburt dieser Gelpolish-System überhaupt bei uns in Deutschland. Ich war dabei. Und deshalb, ich kann euch wirklich sehr, sehr viel helfen. Besonders für Anfänger. Und zwar, also jetzt kommt also Frage, wo ist Unterschied? Weil es gibt zum Beispiel sogenannte Raba-System oder Raba-Basen. Es gibt normale Basen. Leute, alles ist easy einfach. Egal wie heißt Base bei welcher Firma, egal, First Gel oder andere Firma, spielt keine Rolle. Was ist das Raba? Raba, das ist eine gummige, ja, Konsistenz, sage ich so. Deshalb, wir nennen diese Base Raba, weil das Gel nach Gefühl auf die Nägel und nach Haltbarkeit ist genauso wie Gummi, diese Raba-Gummi, ja? Also sehr, sehr elastisch und dickflüssig. Wenn ihr wissen nicht, wo ist Unterschied oder wo sollt ihr entscheiden, welche Base braucht ihr? Es geht um Folgendes. Das kann man genauso, wie ich habe früher gesagt, das Gel-Polish-System, das ist gleichen System wie Aufbaugel. Wie entscheidet ihr auf die Nägel? Wenn die Nägel sind dünn und brüchig und schwach, was nehmt ihr? Feste Gel. Wenn die Nägel sind gesund, ohne Problem und so weiter, was nehmt ihr? Einfacher Gel, mehr flüssiger Gel. Hier ist genau so. Deshalb, jede Firma bietet, und wir auch, wir bieten normale Base und Base Raba, sage ich so, ja?
Also als flüssiger, sage ich so, Gel, nein, andersrum, als dickflüssiger Gel, so besser kann man mit diesem Gel sogar Aufbauschicht konstruieren, weil manche, zum Beispiel Kunden, möchten trotzdem Gel-Polish-Nägel haben, ja? Und hier, wir können uns entscheiden auf eine dickflüssige Gel-Polish und das schöne Aufbauschicht auftragen, ja? Oder sogar diese Apex und so weiter und so fort. Das ist ein Unterschied. Und ja, jetzt ich drehe meine Kamera und ich zeige euch unsere Base, unsere Gele. Und wo ist Unterschied und wie und warum und so weiter könnt ihr verwenden. Also das heißt, gibt es keine hochheilige Base. Obwohl muss ich ein kleines Geheimnis sagen, ich bin momentan gerade am Experimentieren, doch sowas Ähnliches finden. Okay, ja, ich suche immer die Besten und also Entwicklung, das ist sehr, sehr wichtig für jede Firma, was Neues entwickeln. Auf jeden Fall, wie gesagt, jeder von euch hat im Schublade, auf Arbeit, im Arbeitstisch die Aufbaugele, die sind unterschiedlich. Manche sind fester, danke schön, Natascha. Manche sind fester, dickflüssiger, manche sind flüssiger. Hier ist genauso. Bei mir auf dem Tisch, ich brauche nach. Es kommt darauf an, was für die Nägel. So eine Base nehme ich. Ja, jetzt versteht ihr. Also hier gibt es keine großen Unterschiede oder muss man extra mehr wissen und so weiter. So, nicht nach hinten. So, ich drehe jetzt ein bisschen. Wunderbar. Mädels, ich bin wieder hier. Das kommt später. Oh. Eins, na toll, wo mir fällt noch eine Base. Ah, no, nein, nein, zwei, drei, vier. Wir sehen zum Beispiel hier vier verschiedene Flaschen. Gisela, ich weiß nicht, also ich sehe direkt. Den ganzen Livestream. Nein, bei mir zum Beispiel, alles ist in Ordnung. Eventuell bei dir heute Internet ist schwach. Ja, siehst du, Claudia schreibt, meine läuft stabil. Ja, wunderschön. Nein, alles okay. Weiter. So. Vom ersten Blick, wofür denn so viele Flaschen? So, ich kann das so teilen. Erstens, was ich wollte euch zeigen, hier steht Basaraba. Warum Raba? Obwohl das ist, die ist nicht extrem dickflüssig, aber weil es gibt, nicht bei uns überhaupt, es gibt wirklich die Basen, die sind flüssig wie Wasser. Ja? Und das ist eine Konsistenz, sage ich so am besten. Das ist, eigentlich kann man nennen, eine universelle Konsistenz, nicht flüssig, nicht dickflüssig. Also sehr praktisch. Die Base kann man verwenden für feste, super schöne, gesunde Nägel. Ja, wie weiß meine ich verwenden? Zum Beispiel einfach, wie es bei mir, zweimal dünn auftragen, ohne extra Aufbauschicht, ohne extra Apex und so weiter und so fort. Das hier sieht deutlich Apex, aber das ist mein Naturnagel, ist so. Wo kann man nicht, kann ich besser zeigen. Ja, diese Nägel sind schon, ich denke, 2 Wochen alt und die haben schon so viel überlebt. Zum Beispiel, ich habe viel zu Hause gebastelt. Meine Hobby, das ist Antiksachen restaurieren. Ich war ein Abend 6 Stunden was gebastelt und geputzt mit diesen Nägeln ohne Gummihandschuhe, weil das war unmöglich mit im Wasser mit Essig. Ey, Hammer, alles hält. Ja, aber ich habe sehr gute Nägel.
sehr feste Nägel. Also das ist die Basis für die feste Nägel, so sage ich so. Für gesunde Nägel, wo man braucht keine Zeit nehmen, noch Apex bauen oder verstärken und so weiter und so fort. Okay, das ist die so Allround-Basis. Weiter, jetzt kommen wir auf die drei. Hier die Basis heißt auch Raba, aber Plus. Plus für mich, deshalb ich habe die so genannt, weil Plus fester. Ja? Oh, no, ich denke, ihr könnt hier sehen, wo ist ein Unterschied. Ja? Sieht man deutlich, dass diese Base ist viel, viel dickflüssiger. Und das ist für viele, die haben schon mal die Base probiert, wirklich ein Favorit, weil mit dieser Base wir können auch eine Aufbauschicht machen. Zum Beispiel, wenn Kundin kommt und hat wirklich eine schwache, dünne Nägel. Wie kann man das machen? Also ich habe nur provisorisch solche Nägel. Ich habe keine Opfer gefunden für heute Abend. Sorry, Mädels. Was kann man hier machen? Erstens, wir können nicht nur diese Pinsel verwenden. Wenn ihr seid Anfänger, ich kann euch empfehlen, jetzt muss ich schnell den Pinsel finden. Ich würde euch empfehlen, nehmen ganz normale Pinsel, Aufbaupinsel meine ich. Aber für die Naturnagel Verstärkung am besten nehmen, wo ist denn Pinsel? Wie immer, ich bin am Suchen. Oh, Mädels, Sekunde. Am besten nehmen den Pinsel, der ist ein bisschen schmäler wie normale Aufbau Nummer 6. Die finde ich nicht. Ich mag alle vorbereiten und das schnell finden, aber genau heute. Na, immer Nummer 6 finde ich. Sorry, das ist Schicksal, wirklich. So, letzter Versuch. Nein. Nein. Aha, ich weiß. Ja, gefunden. So, ich bin wieder hier. Zum Beispiel. Ach, Alex, ja, das war, siehst du, ziemlich kurzfristig. Deshalb, ehrlich gesagt, ich habe sogar keine gesucht. Aber ich weiß Bescheid. Wenn ich brauche ein Opfer, ich melde mich bei dir sofort. Mädels, das ist normale Aufbau Nummer 6 und das ist Nummer 4. Also über Unterschied muss ich nicht viel reden. Warum? Ich würde euch empfehlen, Nummer 4 nehmen. Weil ich entscheide mich immer auf Nagel. Also ich würde euch empfehlen, auftragen die Sachen mit normalen Pinsel, wenn es ist, Flaschenpinsel ist für euch noch was Neues, nehmen nicht breiter wie Kleinfinger, um besser kontrollieren die den Produkt. Ja, so ist das. Oh Gott, wenn ich wusste das, Mädels, ich habe so viele Opfer. Also Nummer 4, weil das ist keine was Neues für uns, ja, normales Pinsel und kann man besser sogar kontrollieren, weil wenn vom Pinsel, von diesem Pinsel läuft, schwierig kontrollieren. Um diese Kontrolle bekommen für diese Pinsel muss man auch lernen und üben. Es kommt alles, macht ihr keine Sorgen. Nur wenn ihr wollt das, es kommt. So, was kann man machen? Als Beispiel, ich zeige euch, ja. Ich mache das wirklich so direkt auf den Pinsel. Stellt ihr vor, das ist ein Modell. Sorry, ich mag das auch nicht so gerne zeigen auf Tipps, aber ich habe keine Möglichkeit. In dieser, zum Beispiel, die Kundin hat die Nägel, die sind nicht super schön, also nicht perfekt. Felicka, привет. Auf natürlich vorbereitete Pinsel zeigen, danke. Bitte, Oval Nummer 4. Ich trage auf komplett vorbereitete Nägel.
Sonja, ich kläre das. Ja, Sekunde. Wie es mit langen Nägeln, längeren Nägeln, ich kläre das. Ich trage eine dünne Schicht und probiert ihr das nicht aushärten, okay? Nicht aushärten. Jetzt wir können nehmen zum Beispiel wieder normale Pinsel oder wieder Pinsel Nummer 4. Jetzt muss ich ein bisschen warten. Sorry. Oh. Und ungefähr, also auf Apex, ja, auf Apex-Stelle, ich setze ein Tropf, warte ich, das Tropf verteilt sich langsam. Hier braucht ihr keine Sorge machen, weil dickflüssige Gel verteilt sich auch sehr praktisch und bequem. Und ich ziehe bis nach unten das Gel so in Tropfform. Ja? Und zum Beispiel nehmt ihr entweder wieder normale Pinsel, die ist feucht genug, und wir können ein bisschen einfach helfen. Wir dürfen einfach nicht tauchen mit der Spitze ins Base. So langsam. Also kann man sagen, ich zeige Gel einen Weg, wo er muss sich verteilen. Ihr könnt sehen, dass diese Seite steht, bleibt fest, bis jetzt noch, ja? Es muss keine extra dicke Schicht sein, so ungefähr, Leute. Also muss ich sagen, nochmal, mir macht keinen Spaß das Tragen auf die auf Tipps. Ich wollte nur Technik zeigen, ja? Heute keine Schulung, wie muss ich das richtig bauen und so weiter. In diesem Fall, wenn ihr seid langsam, habt ihr viel gesehen eventuell. Wenn zum Beispiel passiert was und Trop hat sich nicht so gleichmäßig verteilt oder wie jetzt langsam passiert auch, hier können wir sehen, dass Trop noch ein Apex, kann man so nennen, ja, hier kommt. Ihr könnt entweder diese Pinsel nehmen oder Pinsel von Flasche. Manche machen das mit ganz dünne Feinlein-Pinsel. Wo ist meine Schätzelein? Das ist hier. Wir können, egal was, gibt es keine hochheilige Pinsel, einfach zurück ein bisschen schieben. Oder wir können Finger so drehen. Hier muss man so festhalten, Finger von Kundin, dass die Tropf sammelt sich genau in die Mitte auf unsere lieblingszentrale Linie. Ja? Wenn habt ihr gesunde Rücken, ihr könnt auch von unten noch ein bisschen gucken auf das Gel, um das schneller zu werden, helfen und so mit Pinsel sagen, come on Baby, zurück zum Apex. So, das ist sogenannte Aufbautechnik ohne Feilen. Ja? So kann man arbeiten, nicht nur mit Gelpolish, genauso mit flüssigen Aufbaugelen. Ja? Und jetzt, ich bin zufrieden. Also das ist super Gel für Anfänger, Raba Plus, weil der ist dickflüssig, das läuft nicht auf die Ränder und so weiter. Und zwar, ihr habt genug Zeit, üben oder verteilen und so weiter. Ja, das ist genau, ihr wisst, was ich meine. Wir waren alle Anfänger mit normalem Gel. Ja, die ersten Schritte mit flüssigem Aufbaugel auf dem Schulung oder erste Kunde, das war eine Katastrophe. Ja, alles brennt. Mein Gott, oh Gott, was soll ich machen? Alles läuft überall. So, das ist, also mache ich einfach in die Lampe. Egal. So, Aushärtungszeit bei uns, ich sage immer am besten Standardzeit, also 2 Minuten, egal was für eine Lampe, LED und so weiter und so fort. Also muss ich euch ehrlich sagen, dass heutzutage Herstellung vom Gel ist ziemlich schwierig geworden, weil jede von euch hat eigene Lampen. Einige sind 24 Watt, einige Lampen sind 48, einige sind Kombilampen oder das und jenes. Also
heutzutage der Markt ist übervoll mit verschiedenen Aushärtungsgeräten, die Lampen. Deshalb ist es normalerweise für jede Lampe muss eigene Gel sein, ja? Sage ich so, das bleibt zwischen uns, ja? Also, großes Geheimnis. Die Hersteller oder wir können nicht entscheiden auf jede Kundin. Versteht ihr, was ich meine? Deshalb beim Herstellung alle Gele, egal Gelpolish oder Aufbaugel, wir entscheiden uns auf eine klassische 36 UV-Watt. Jetzt wieder Logik anmachen. Wenn jede Gel eingerichtet, am meisten für diese 36 Watt, und wir wissen, dass 36 Watt braucht immer 2 Minuten. Das heißt, egal was für Lampe habt ihr, lieber normale klassische 2 Minuten. Sicher. Ich trage die Nägel gern sehr lang, arbeite mit Polygel als Aufbau und es ist perfekt zum Tragen und total stabil wie normales Aufbaugel. Das Einzige, was ich mache beim leichten Aufbau, die Hand auf den Rücken drehen, ja, dann läuft das Polygel. Aha, Polygel hitzig zu, wieder zurückdrehen und ab in die Lampe. Einfach, prima. Anna, hältst du das Auge beim feuchten Nägel? Petra, gibt es keine feuchten Nägel? Ehrlich gesagt, gibt es keine feuchten Nägel? Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt nur schlecht vorbereitete Nägel. Also sogar, es gibt feuchte Haut, ja, in Innenhand, meine ich. Aber es gibt keine feuchte. Es gibt die dünne Nägel oder hier dünne Haut, aber es gibt keine feuchte Nägel. Wenn du kommst zu mir, wir sehen uns bald auf diese individuelle Schulung, wir reden darüber, ja? Hallo, Effi. So, weiter. Was habe ich nicht gesagt? Und diese Frage war schon, bevor zeige ich euch weiter. Wenn die Basen sind dickflüssig, mit dieser Basen, wir können sogar neue Modellage machen, Mädels, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Und ich wiederhole nochmal, ich rede nur über meine Gele. Ja? Also das ist gar kein Problem. Ihr könnt genauso auf Schablontechnik verwenden, diese drei dickflüssige Gele. Base Plus, Base Puder Rosé und Base Make-up. Warum diese drei? Weil das ist die Mama. Und da sind die Kinder. Kläre ich einfacher. Ich habe diese Base als Grund, also Brühe genommen und einfach gemischt mit verschiedenen passenden, nach meinem Geschmack, Pigmenten. Kapitel. Das ist wunderschön. Für Anfänger, Mädels, was kann ich auch noch empfehlen, mit die zwei Basen anfangen. Weil, nicht weil die sind dickflüssig, wir sehen, was wir machen. Weil die sind nicht durchsichtig. Sowieso alle tragen heutzutage Full Cover oder French und so weiter. Oh, Janelis, hi, Baby. Also da sind die, das ist eine Familie. Plus, weil die ist dickflüssig und die zwei Basen. Das ist Puder Rosé heißt. Das ist wirklich diese Farbe. Farbe sieht leicht rosé aus, aber ihr weißt wahrscheinlich oder kann ich das nur beweisen, dass die Basen oder überhaupt die Farben während der Aufhärtungszeit manchmal Pigmenten ändern sich. Versteht ihr, was ich meine? Und nach dieser Aushärtungsänderung, diese Base wird mir nicht so misspige Rosé, angenehm natürlich Rosé, richtig wie eine Puder, ja, so à la Coco Chanel. Wie viele ml sind die Flaschen? Heike, die Flaschen sind, hier steht 12 ml, ja, die Basen sind immer 12 ml. Ui, 12 Monate, oh, ich bin 13, denke ich, warum 12? Es muss 13 sein, 13 ml. Ja? Und diese Gele, ich verwende sehr gerne auch, genau die zwei, als Aufbaugel. Ohne Feilen, ja? Also mit Aufbau ohne Feilen. Das ist einfacher.
weil ich kann sehr gut jetzt mit Hand drehen, kontrollieren, bekommen wunderschöne Apex, fertig. Ich brauche nichts mehr zum Feilen. Das ist einfach und das hält fantastisch. So, hier zum Beispiel. Sekunde. Also kann man sehen, das Gel ist, Polish ist ziemlich flüssig. Mädels, das kann man auch vergleichen mit einem flüssigen Aufbaugel. Mehr kann ich nicht sagen. So, zum Beispiel, wenn ich möchte mit diesem Pinsel arbeiten, ich mache einfacher. So, ja. Und jetzt eine Seite sehr, sehr fest auch. Und kann man die Hälfte von hier. Weil am besten immer für mich. Also ich erzähle euch meine Technik. Ja, meine Techniken. Ich zeige euch meine, jede von uns und so weiter. Jeder Trainer hat eigene Technik. Ich habe hier jetzt nicht viel. Und genauso wie beim ersten Mal. Wir können jetzt unten den Cuticula. Was bedeutet unten den Cuticula? Bitte Cuticula wie möglich fest nach oben, ja? Schieben und Schicht, hallo Barbara, und Schicht muss wirklich ganz, ganz dünn sein. Heike, ich nehme eine lange Nadel und schaue nach, wie viel noch drin ist, wie beim Auto messen. Dünn, normal auftragen. Wirklich dünn. Was ist das? Erste Schicht, das ist keine Aufbauschicht. Erste Schicht, ich zeige einfach die Grenze für zweite Hauptschicht, wo muss das Gel stoppen, um das nicht auf die Ränder gehen. Oder wenn ihr seid noch nicht sicher, ihr könnt sogar diese Schicht eine Minute, nicht übertreiben, hier eine Minute aushärten. Für so dünne Schicht, das reicht schon. Aber ich würde trotzdem empfehlen, euch empfehlen, direkt anfangen üben mit Rohstoff arbeiten. Weil das Gel, wenn das Gel ist schon trocken, der hat weniger, der ist nicht so flüssig und wird länger dauern, zweite Schicht auftragen. Oh, schon wieder voll. Sekunde. Ich habe nur die zwei, warum meine Flasche ist so voll? Weil ich habe aus zwei eine gemacht, ja? Das Gel ist super. Am besten immer eine Reserve haben. Ja. So, wieder ungefähr da, wo ist Apex. Ich setze langsam das Gel. Ja. Jetzt kann ich leicht nicht, also Mädels, bitte nie rein ins Gel gehen. Alle Bewegungen sind genau wie mit Aufbaugel, oberflächlich. So arbeiten, oberflächlich. Wir können jetzt langsam zeigen Cuticula, leicht, nicht bis Ende, nicht bis die Ränder, verteilen, also verbreiten diesen Tropf zum Beispiel. Und auch in Tropfform, sehr, sehr wichtig, dass so in Tropfform nach kurzen Bewegungen. Und das Gel verteilt sich gleichmäßig, obwohl ich habe das hier nicht geschafft. Egal, kann man das immer. So. Also schneller arbeiten mit diesem, also klären und zeigen, es ist praktisch unmöglich. Und sogar mit dem Pinsel, Sekunde mal, ich zeige euch, was ich mache jetzt. Also könnt ihr sehen, das Gel Polish bleibt fest, trotzdem da, wo ich habe das getan. Und also hier kann man wirklich ohne Stress arbeiten. Ohne, schnell, schnell, schnell. Nein, nein. Langsam und locker auftragen. Fertig, ja. Nach Bedarf, wie gesagt, kann man jetzt Feinlein nehmen oder noch was. Nur, weil am ersten Zeit, ihr braucht immer so eine Hilfsmittel. Pinsel zum Helfen, das Verteilen, oder kann man nach unten und so weiter und so fort. Also auch nicht viel tauchen mit dem Pinsel, auch große Fälle, wenn ihr macht das so. Kann man direkt sehen, ja, nach Lichtblick.
Das war ein großer Fehler. Oberflächlich, nicht tief ins Gel reinkommen. Wir können das immer verbessern, Form. Und auch bitte, bitte nicht vergessen, wenn zufällig was passiert und die Farbe oder Base kommt zufällig hier auf die Ränder, also nicht so hütsch, hütsch mit dem eigenen Nagel das sauber machen, das hilft nicht. Wirklich, das ist die beste, das ist normale Holzstäbchen. Das ist die beste. Mit die könnt ihr besser, sauberer und schöner Gel auftragen. Kann ich Farbgel auftragen, das Gel Polish ist? Ja, Monika, du kannst, du darfst. So, nächste Farbe. Also jetzt würde ich das nicht zeigen, wie es funktioniert. Wenn habt ihr Interesse, wirklich Interesse, mit überhaupt Gel Polish anfangen arbeiten, ohne Feilen und so weiter und trotzdem zufriedene Kunden haben, ich würde euch empfehlen, besuchen mein Seminar. Kurs heißt Profi-Maniküre. Wir lernen da, ich zeige alle Arten von Maniküre und Gelpolish, wie muss man auftragen. So, das ist Schätzelein. Das ist so wirklich Make-up, Make-up-Farbe. Kann ich, Monika, also Farbgel, du kannst natürlich auf Gelpolish auftragen. Nur das muss ich dir ehrlich sagen, manchmal funktioniert nicht. Wenn würdest du Farbgel gut, so meinst du kombinieren, ja? Wenn würdest du Farbgel richtig gut auftragen auf die Base, dann wird das gut halten. Was bedeutet gut auftragen? Farbgele sind nicht so elastisch wie Polish-Farben. Deshalb, wenn tragen wir auf Bau Farbgel zu dick und nicht gleichmäßig auf Base, kann passieren, dass es Gel bekommt, Nagel bekommt viele, viele so Mikro... Mikro was, Mädels? Mikro helfen? Ja, Risse, okay. So, also über Farben ein bisschen später. Ich erzähle euch auch, muss man viel sagen. Also das ist eine wunderschöne Gel, weil es ist fantastische Farbe, wirklich Make-up-Farbe. Wunderschöne Farbe. Viele lassen einfach so Risse. Oh, danke dir. Danke, Risse. Mhm. Wunderschöne Farbe. Was würde euch empfehlen? Auf alle Fälle. Natürlich, die Nägel muss man sehr gut vorbereiten. Ich meine, Aufbau, also mit Fräser und Feile und so weiter und so fort. Ganz klein Geheimnis, ja, wenn kann man das so Geheimnis nennen, das ist kein Geheimnis. Stopp. Das Aufbaugel, Gelpolish, wir feilen nachher nicht. Deshalb beim Naturnägel vorbereiten, wenn die sind nackt, sag ich so, ja, ich drehe immer Hand und mit so ganz normale weiche Fräser, Bits, hier putze ich auch, weil besonders hier auf die Kante sammeln sich die Reste vom Nagel und so weiter und so fort. Also sehr, sehr wichtig, dass die Spitze ist 100% sauber. Ja? Das kann man mit ganz normalen so, Fucuticula-Fräser machen. Und auf alle Fälle, ich würde euch empfehlen, wenigstens kann man sogar nicht auf dem ganzen Nagel, nur auf die Hälfte, obwohl auf ganz Nagel ist auch nicht falsch, Bone Primer auftragen. Oh, was ist das Bone Primer? Ich würde euch heute nicht erzählen, obwohl ich will sehr gerne euch erzählen, was ist das Bone Primer, wo ist der Unterschied zwischen Primer, Bone Primer, Prima, blablabla. Also es gibt verschiedene Sachen. Auf jeden Fall, Bone Primer, das ist
Er weiß, dass eine Haftung zwischen Naturnagel und Aufbaugel. Und jetzt wir wissen, das ist der Gel-Polish-System, das ist auch ein Gel. Deshalb, das funktioniert wunderschön. Also Bond Primer hilft immer beim Gel-Polish auch auftragen für bessere Haftung. Mhm. Also das ist, wie ich sage immer, das ist Bond, unsere, ich rede nur über meine Produkte. Bond Primer, das ist eine universelle Haftmittel. Nicht für unsere Produkte, für alle Produkte. Egal, mit welchen Produkten arbeiten ihr. Ob ist das Acryl, Polygel, Acrygel, Gel Polish, Shellac und so weiter und so fort. Geht dann Gel Polish auf die Füße. Aber natürlich, für die Füße... Moni, nimm einfach Base Raba, weil die ist nicht so dickflüssig. Man reicht eine dünne Schicht auftragen. So, fertig. Hammergeiles Zeug. Ja, Andrea, danke, das ist so. Das ist auch heilige Bond Primer. Auch unter Acryl genial. Ja, ist so. Weiter. Die Nägel kann man zum Beispiel, also, wo ist Bleistift? Ich wollte euch noch ein bisschen hier zeichnen für euch. Ach Mädels, was wollte ich sagen? Online-Kurs ist schon fertig. Wenn hat jemand Interesse und wartet, könnt ihr schon bei mir sich melden. Endlich ist schon alles fertig. So, ich versuche jetzt ein bisschen zeichnen. Das ist Naturnagel. Das ist der Finger. Das ist die Cuticula. Ja? Kundin heute hat nicht viel gegessen. Sieht man. Und jetzt nochmal dasselbe. So, ganz provisorisch, ich will euch zeigen, wo ist Unterschied zwischen Aufbaugel und Gel-Polish-Form. Das geht um Folgendes. Zum Beispiel, das ist Nagel würde ich mit Aufbaugel bearbeiten. Aufbau. Ja? Wir finden immer Apexpunkt. Das ist ungefähr hier. Und der Nagel sieht so provisorisch mache ich so aus. Wenn ich arbeite mit Base, Gel-Polish, die am meisten Apex, der verschiebt sich ein bisschen tiefer nach unten, nahe zum Mittelpunkt. Und die Nägel sollen mehr rund, wenn so seitlich gucken, mehr rund aussehen. Aber hier der Nagel muss schon dünn sein. Ich habe ein bisschen falsch geschrieben, gemalt. So, das ist Katastrophe, egal. Wo ist ein Unterschied? Mit Aufbaugel, wir können zum Beispiel, wenn der Nagel hat ein bisschen nach unten und so weiter, wir können, oder bei langen Nägeln, wir können von unten ja, die Schicht dünner machen. Ja, und in diesem Fall, ich würde das nicht empfehlen, weil theoretisch das kann man machen, aber dann können wir ein normales Aufbaugel nehmen und diese Pick-up-Technik anfangen. Ja? Aber deshalb hier muss auf die Spitze Gel schon nicht so dick sein. Das war's. Also wenn hier können wir von unten viel runterfallen. In diesem Fall würde ich das nicht empfehlen machen. Also Nagel muss hier geschweißt, komplett und gemantelt mit Base sein. Ja, so ist das. Das ist ein Unterschied. Ja? Gut, weiter. Noch was. Zum Beispiel, wenn ihr wollt unbedingt mit dieser Base, also mit diesem System die Nägel verlängern, was können wir machen? Wie gesagt, normale Schablontechnik wie immer kann man verwenden.
Kundin, das ist wieder, das ist neue Kundin. Und sie will unbedingt Nägel ein bisschen länger. Wenn die will, also was bedeutet Studio-Nägel? Das ist die Nägel, wenn die freie Spitze ist nicht länger wie 1:1 zum Nagelplatte. Ja? Also wenn zum Beispiel Nagelplatte, die Nagel Smile Line ist ungefähr hier, muss ich von hier bis hier messen. Und genauso, das ist maximale Studio-Länge, ja? Den Rest, das ist schon, wenn die Nägel sind länger, da können wir schon Age basteln und so weiter und so fort. Aber Studio-Nägel, so, mit die kann man leben, das ist maximal 1:1. Universelle Form, das, wenn wir teilen das noch hier, um die Hälfte, das, ja? Das ist die universelle Länge für alle Nägel. Für alle unsere Kunden, wo die Nagel sicher halten, ja? Weil als länger Nagel und wenn ihr habt noch nicht große Erfahrung und kapiert nicht 100%, wie es funktioniert mit Aufbauschicht und Apex und so weiter, also schwierig, das stabil zu bekommen. So, das ist unsere Länge. Was machen wir unten? Wir setzen wie immer als Beispiel, um das alles zeigen. Ich nehme Schablon, immer hier drin, mache ich so, schon klar, ja, so, so, geklebt, die sind super schön, kann ich euch auch nur empfehlen, und zwar, ihr könnt nicht direkt die ganze Rolle kaufen, als Tester nur so 10 Stück kaufen, ich denke. Was mache ich hier? Wie immer, also Standard Verlängerung, Standardsachen, ja? Dünne Schicht auftragen. Ihr könnt diese dünne Schicht nicht. Ja. So, das ist jetzt zum Beispiel dünne Schicht mit Base, ja? Wir können diese dünne Schicht mit Verlängerung aushärten lassen. Danach, oh, ich mache jetzt viel Kraft. Danach, ihr könnt zum Beispiel nehmen so ein Stück von Seide, muss ich direkt sagen, wir verkaufen das nicht. So eine Dingsbum kann man überall bekommen, ja, und wir schneiden ein ungefähr, also ich schneide das Apex, also ein so Viereck, und das reicht den ganzen Apex decken und auch Übergang zwischen Naturnägel und Kunstnägel, das sind die beste Schablone, die ich hatte, ich liebe es, oh, danke Mandy, also bis hier, ja. So, ich habe, also diese Seide klebe ich hier, so habe ich die Nägel 100% schon versteckt. Und ich denke, wenn ihr macht jetzt ihre Logika an, ihr versteht, dass diese Technik kann man auch verwenden bei Neumodellage mit normalem Aufbaugel. Wo ihr seid noch nicht 100% sicher, weil das ist eine neue Kundin, ob wir das halten oder nicht halten. Leute, das hält immer beim Neumodellage. 100% garantiert. Mhm. So, bitte nicht fragen, wo kaufen. Ich meine, das ist, ja, das kann man auch bei AliExpress kaufen, kilometerweise. Jo, weiter. Wo war ich? Ja, Neumodellage. Ja, und dann? Also das aufkleben und, wie ich habe schon gezeigt, Schicht auftragen. Fertig. Wunderbar. Wenn bei euch als Anfänger mit Technik ohne Feilen was um Gottes Willen passiert und das Gel hat sich nicht gleichmäßig geteilt, Mädels, kein Problem. Viel Spaß mit Feile und Buffer. Manchmal reicht nur Buffer nehmen, weil dieses Produkt ist viel, viel weicher und elastischer. Hallo, Tanjuscha. Hallo, Eni.
Mein Schatz, Eni ist auch hier. Kann man auch, man darf, muss man nicht feilen, reicht nur korrigieren. So ist einfach mit Gelpolish arbeiten. Also stellt ihr vor, das ist eine easy Aufbaugel. So muss ich das sagen. Also harte Basen sind easy Aufbaugel. Also das ist nach meinem Meinung besser geht gar nichts. Nochmal, ich wiederhole, bitte. Ein bisschen Geld, um sich selber investieren, um auch besser nachher verdienen. Besucht ihr diesen Manikürkurs. Das ist wahnsinnig interessant. Weiter. So, ich denke, ich habe schon genug erzählt. Jetzt, nächstes Thema sind die Farben. Was ist das? Farben. Farben. Natürlich, wir haben, First Gel hat keine über tausende Farbtöne, ja. Genau, weil ich habe schon heute, das war erste Thema, warum ist bei uns Deutschland, Gelpolish ist nicht beliebt. Weil bei uns in Deutschland, ich kann das nicht so gut verkaufen wie im Ausland. Bei mir am meisten kaufen Gelpolish nur meine Distributor und Ausländer kaufen das. Hammer! Wenn jemand probiert das oder bekommt eine Empfehlung auf meine Produkte, die werden einfach begeistert und kaufen das. Besonders Farben, wenigstens die Farben, ja? Nur unsere Mädels sind konservativ. Nein, danke. Gut, deshalb, ich wollte euch heute viel erzählen, ja. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Nicht nur immer Nail Art, obwohl für mich Nail Art ist sehr, sehr wichtig. Farben, Mädels, alle Farbgele und Gelpolish-Farben, das kann man sagen, das ist auch von fast gleichen, dasselbe Produkt. Das ist elastischer. Das kostet normaler, regulärer Preis 12 Euro ohne 5 Cent. Das kostet auch normale, also außer diese Woche. Diese Woche 50%, ja, nochmal auf Gelpolish. Und nur hier 5 ml und Farben sind 10 ml. Versteht ihr? Also sowieso, das kann man nicht so, das kann man so zeigen. Ja? Also, ihr kauft immer doppelt Menge für gleichen Preis. Und mit allen First Gel Farben, ihr dürfen ohne Gedanken auf alle Aufbaunägel arbeiten. Also, ihr könnt das verwenden, nicht nur für Gelpolish-System, sogar als normale Farbgel. Ganz normale Farbgel. Wo ist Unterschied zwischen und zwischen? Der ist einfach elastischer. Deshalb eignet super schön für Basen von Gelpolish. Versteht ihr? Ja, das ist Unterschied. Und zum Beispiel, wie hier habe ich schon an Moni gesagt, muss man Vorsicht arbeiten. Vorsicht arbeiten. Und es kommt darauf an, was für ein Ingredient. Also nicht immer würde ich empfehlen, Farbgel drauf auf Gelpolish-Base auftragen. Aber andersrum, ja, nochmal zum Beispiel, so, kein Problem. Aufbau Poly, oben drüber Gelpolish-Farbe. Die sind super. Danke, Heike. Dankeschön. Ja, die sind super. Oh, ja, ich liebe meine Gel. Was soll ich noch sagen? Ja? Ich bringe mir viel Mühe, dass die haben eine sehr gute Deckkraft. So, jetzt zum Beispiel kommt, ich hoffe, hoffentlich habt ihr das verstanden. So, was wollte ich euch sagen? Genau deshalb, dass alle Gele, Farben von Gelpolish, die haben super schöne Deckkraft. Jetzt bitte wieder Logika. Anmachen. Natürlich, die brauchen eine richtige Schicht, um das gut sich aushärten. Ihr wisst oft, besonders Anfänger, die haben Probleme mit schwarzem Gel oder überhaupt dunkle Farbe.
weil die tragen eine falsche dicke Schicht, einmal schnell zack, zack, zack und dann nach einiger Zeit, entweder sehr schnell oder wenn die Kundin kommt, wir können sehen hier in die Mitte, ja, nachher richtig eine See, flüssige Gel. Das ist passiert nur, weil als dicker ist Gel, so dünner muss man den auftragen. Deshalb, ich würde euch empfehlen, alle Gel-Polish-Farben auch zweimal auftragen, egal was für eine Farbe. Ich nehme jetzt extra sogar eine dunkle Farbton, um ihr sehen besser. Добрый вечер. Почему я не могу больше 10 артикулов заказать? Виктория, keine Ahnung warum. Позвоните, пожалуйста, нам в бюро или напишите мне в личку. Я помогу. Manchmal Shop spinnt, ja, kann sein. Ich bin keine Webdesigner oder Webtechniker. Ja, Probleme können überall sein. Normalerweise es funktioniert alles super schön. Gut. Das ist Nummer 42. Das ist eine Bitter-Schokolade-Farbe. Kann man sagen, das ist zwischen Schwarz und Braun, aber Richtung kalt. Nicht warm, sogar kalt. Und ich würde euch empfehlen, nochmal, noch eine Frage. Das Frage oft bekomme ich auch. Was soll ich machen mit Schwitzschicht von Base, bevor Farbgel, Gelpolish Farbe auftragen? Abwischen oder lassen? Es geht um Folgendes. Am meisten alle unsere, also unsere Basen, die haben kaum Restschicht, ja? Also nicht viel. Deshalb man kann sehr einfach und praktisch und gleichmäßig die Farben auftragen. Wenn ihr merkt, dass die Base hat zu viel Schicht, ihr könnt ohne Angst oder Gedanken mit einer mit einer Zelete das abwischen und kann man eine trockene nehmen oder feucht von Cleaner machen. Das ist auch kein Problem. Zeigst du bitte nochmal mit, welche du Babyboomer machst denn beim Polish. Alex, nicht heute. Nicht heute, Schatzlein, sorry, weil ich schaffe das nicht. So, wo war ich? Ja, also ihr dürft Schwitzschicht, Polymerisationsschicht lassen auf Base, auf die Base, kann man direkt auf die tragen. Wie kann man sich entscheiden? Es geht nicht nur über unsere Gel allgemein. Wenn ihr tragen erste Schicht vom Farbgel und ihr seht diese so fettige, flüssige Streifen, das heißt, Base hat zu viel Schwitzschicht und das stört einfach gleichmäßig auftragen das Gel, ja, Farbgel. Gut, weiter. Nochmal, als Anfänger, um sich besser kontrollieren, eure Bewegungen und so weiter, ich würde euch empfehlen, am ersten Zeit üben oder überhaupt arbeiten, nicht mit dem Pinsel, wieder nehmen den Pinsel Oval Nummer 4, weil der ist schmal genug, um wieder alles kontrollieren. Das ist sehr, sehr praktisch. Wir können auch direkt von der Dose oder wenn wollt ihr, kann man auch auf so eine Mischpalette auftragen, zum Beispiel, ja, kein Problem. Ich trage ganz wenig Farbe, eventuell jetzt kann man sogar besser zeigen, Farbton. Also das ist braun, Herbstbraun, Herbst-Winterbraun. Und ich trage auf Nagel. Ich will nicht auf dem Ganzen. So dünn. So dünn, dass ich sehe, Farbe vom Naturnagel. Das ist wie mit Aufbaugel. Das ist ein Weg oder Grundierung für zweite Hauptfarbe. Wenn die erste Schicht von Farbe ist so dünn aufgetragen ist, wir können 100% garantieren, dass die zweite Farbschicht wird besser halten. Ja? Das muss man wirklich wie immer
2 Minuten aushärten. Okay? Also ich zeige euch. Und zwar um das Gel, egal ob es das Gel-Polish-Farbe oder Farbgel, es muss ein richtiger Pinsel sein. Was bedeutet richtiger Pinsel? Pinsel soll wirklich super schöne, elastische und weiche Spitze haben. Erstens. Zweitens, den Pinsel nicht gerade sich kontrollieren. Der muss immer flacher sein und die Bewegungen sind mehr oberflächlich. Also wenn würdet ihr zu hoch oder mit viel Druck machen, sogar dieser Pinsel hilft nicht, das ist immer Probleme. Ach, ich komme nicht klar, wenn das Gel lässt sich streifen. Also wenn das Gel ist nicht, hat keine Deckkraft, ihr seid nicht zufrieden. Wenn hat eine Deckkraft, ihr seid auch nicht zufrieden, weil könnt ihr das nicht gut auftragen. Hallo Bianca. Ja, versteht ihr, ja? Also das und zwar mit dieser Schicht und mit diesem Pinsel, wenn der Nagel, sorry, meine Nägel sind nicht perfekt, weil die haben keine Maniküre und so weiter. Ich mache einfach so ein bisschen zurückschieben. Stellt ihr vor, das ist ein perfekt vorbereiteter Nagel. Wie trage ich unter den Cuticula das Gel? Mit meiner Hand. Ich hebe hoch sehr, sehr fest die Cuticula nach oben. Und nur mit Hilfe dieser Pinsel Oval Nummer 4, ich habe Möglichkeit, mit extrem dünner Schicht unter den Cuticula auftragen. Wenn das Schicht wird zu dick, das Gel kommt sofort auf die Haut. Sorry, Pech gehabt, ja? Also dünn auftragen und so weiter auf dem ganzen Nagel. Dann braucht ihr keine extra noch Feinlein nehmen und da bearbeiten was und dann etwas, keine Ahnung, was machen, ja? So ein Nagel, dünne Schicht, hilft uns super schön Gel auftragen. Wenn so eine dünne Schicht härte ich aus, dann kann ich zweite Schicht schon normal auftragen. Sorry, ich muss das jetzt ein bisschen reinigen. Die sind sowieso schon nicht perfekt. So, zum Beispiel, das kommt schnell in die Lampe. Und jetzt, ihr könnt wie gewohnt, zweite Schicht, wunderschön, gleichmäßig auftragen und sogar, wenn es geht um Naturnägel, Gel läuft unter den Cuticula genau so, wo ihr wollt oder geplant, also nicht auf die Haut. Glauben Sie mir, wenn die Kundin in 2 Wochen, die bekommen so kurzen Abstand wie bei mir, kaum was, ja? Die werden einfach happy. So, jetzt ganz flach wieder nehmen und normal auftragen. Und hier, man braucht schon weniger Gedanken machen an Streifen und so weiter und so fort. Nur, Pinsel wieder steht nicht zu hoch und die Bewegungen sind oberflächlich, ja, kein Druck auf dem Pinsel. Aber meistens wir machen ohne Gedanken bewusstlos am Anfang Druck und dann so, ja. Oder ihr könnt direkt schon zweite Schicht auftragen, bisschen warten, das Gel verteilt sich unter den Cuticula. Und auch nicht hoch stehen und so weiter. Muss nicht viel auf dem Pinsel sein. Oberflächliche, so glatt streichen. Bewegungen, das Gel auftragen. Farbgel auf dem Nagel. 2 Minuten sehr gut aushärten lassen. Ja, fertig. Und jetzt kommen wir langsam zum Thema Top. Was ist das Topcoat? Das ist sogenannte Versiegler für die Nägel. Und zwar, wo ist ein Unterschied auch zwischen ganz normale und aus der Flasche? Unterschied ist wieder, der ist einfach elastischer. Ich kann euch sagen, natürlich, ich teste nur alles
oder ich experimentiere nur mit meinen oder mit unseren Produkten, First Gel Produkten. Und hier kann ich sagen, dass dieser Top Coat ich verwende sogar auf Aufbaugel. Nicht vergessen, Ummantel, es funktioniert immer schön. Und ihr könnt das auch zweimal auftragen auf die Nägel. Der ist auch nicht extrem dickflüssig, so mittelmäßig. Ja, mehr Richtung flüssig. So zum Beispiel sieht eine dünnflüssige Base. Ja? Wir sehen deutlich, dass die Tropfen kommen oft. Das ist eine flüssige Base. Und so sieht ein Top aus. Aber zweimal auftragen, Aushärtung zwischen einer und zweiter Schicht, man reicht 1,5 Minuten oder 1 Minute, wenn die Lampen sind 48 Watt. Aber die zweite Schicht bitte immer 2 Minuten aushärten. Mhm. Ja, das ist Top Coat Raba und der hat, weil der ist auch so elastisch, weil, und der hat das, der Top hat eine Schwitzschicht, ja, Inhibitionsschicht. Weiter. Was haben wir? Jetzt muss ich Kassi. Ich muss nicht Kassi. Meine waren schon. Mach bitte langsam. Andrea, geh mit Telefon, kein Problem. Kannst du mit Handy Kassi gehen? Ich mag das oft. So, weiter. Noch ein Top Coat Matte On. Den muss ich euch unbedingt zeigen, weil ich soll euch einen Unterschied zwischen zwei Matte On zeigen, Matt-Versiegler zeigen. So, ich nehme jetzt einen Farbton und zwar das ist meine Schätzelein Nummer 33. Oh ja, okay, ich liebe alle meine Produkte. Die Farbe ist geil. Warte. Ich mache jetzt ein bisschen mehr Licht. Eventuell das hilft uns noch mehr. Also ich habe zurzeit 5 Lampen. 5 Lampen. Ja, Raba hat es mega glanz. So kann man jetzt, ich denke, besser sehen, diese Farbton. Das ist eine Nesquik-Farbe, ja? Das ist so Kakao, Kakao plus bisschen Milch. Richtig eine Nesquik-Farbe. Sieht sehr lecker aus. Diese Farbe, ich trage jetzt auf... Привет, Инга. Auf beide Nägel. Und ich zeige euch ganz schnell eine Schicht, also zurzeit. Und könnt ihr direkt sehen, wie schön ist diese Farbe. Also das ist Farbton. Farbton, den kann man sehr gut verkaufen. Ja, weil das ist Familie Hauttöne oder Nude-Töne. Rot und Nude läuft immer gut. Oh, gut gesagt. Rot und Nude läuft immer gut. Ha, ha, ha. Jin, jin, jin. Schnell, schnell, schnell. So darf man nicht auf die Nägel auftragen. Das ist gefährlich. Das ist falsch. Das ist die Farbe. Aber ihr könnt sehen, wie stark ist der Kraft. So, jetzt kommen wir zurück. Zu unserem Matt-Versiegler. Wie gesagt, es gibt zwei. Eine Matt und eine Velvet. Unterschied könnt ihr sehen. Und zwar hier, neue Velvet hat keine Schwitzschicht. Das ist oberflächlich, die Nägel sind, oh, ich kann das nicht beschreiben, so wie eine Silikon. Ja? Die sind matt und Silikon. Also wunderschöne Qualität. Gerade heute war bei mir meine Kundin. Sie hat Nägel 4 Wochen gehabt, kam zurück mit dieser Velvet. Leider habe ich keine Foto gemacht, darüber nicht gedacht. Auf jeden Fall, ich kann nochmal und nochmal beweisen, weil ich teste sehr lang die Produkte, bevor was verkaufen. Sogar wenn ich entwickle das selber. Ja, trotzdem, ich teste weiter und weiter. Auf jeden Fall, mega Herbstton. Ja, Heidi. Wunderschön. Kann ich euch empfehlen. Und dazu hat keine Schwitzschicht. Sehr praktisch. Und matt ist matt. Matt ist matt. Und Velvet ist Velvet. Ja. So. Und matt hat eine Schwitzschicht. Kann man nicht sagen, der ist schlecht. Aber
Also nach meiner persönlichen Meinung, ich würde alle Kunden nur Mattnägel mit Velvet gemacht. Leider nicht jeder mag das, weil wir sind alle unterschiedlich. Jeder hat eigenen Charakter oder Geschmack. Und gibt es genug Kunden, die möchten einen so mittelmäßigen Matteffekt auf die Nägel. Weil ich liebe wirklich matt, diese Velvet, dieser Samteffekt. Die Flasche ist schon fast leer. Ja. Weil ich verwende die sehr, sehr oft. Oh, zu viel genommen. Könnt ihr sehen, oberflächlich, ja, nicht drücken auf Gel oder auf dem Nagel, immer glatt streichen. So, in die Lampe. Und jetzt können wir... Ach, was wollte ich noch zeigen euch? Kleines Experiment. Wie können wir beweisen, ob die Base sind gut oder nicht gut, ob die sind elastisch oder nicht elastisch. Ich nehme jetzt... Das ist Papier von Schablonen. Ja, Petra, Velvet ist mega, danke schön. Hast du schon den, ja, gekauft? Also ich trage jetzt dick eine Schicht, so dick wie zum Beispiel würde ich auf Naturnägel, ja, auftragen. So. Das und noch auf alle Fälle, nicht auf alle Fälle. So, jetzt, das war... Make-up-Base. Hier kommt Base Rubber. Auch nicht dünn. So dick wie muss auf die Nägel sein. Und noch Plus. Base Plus tragen wir. Und ich lasse jetzt Papier vom Schablon in der Lampe für 2 Wochen, wollte ich sagen. für 2 Minuten. Ich habe heute noch Modell gehabt und also war schon lange Tag hinter mir. So, in der Lampe. Dann können wir nachher testen. Jetzt muss ich brauche eine Cleaner. Das ist nochmal, das ist Topcoat Matte On und da drauf ist noch eine Schicht, eine Inhibitionsschicht. So. Ja, halb matt. Ja, ist nicht perfekt, weil es schon die Reste am Ende. Aber trotzdem, also die ist matt. Matt. Und jetzt kommt auf die Bühne matt. Und die, das kann man nicht beschreiben. Die ist so, meine Hase, meine Schatze, das ist so angenehm. Das ist matt und das ist matt. Velvet. Velvet, es ist die Beste, was kann man vorstellen, wirklich Mädels. Und ohne Schwitzschicht, ho, ho, alles ist easy und einfach. Ja, mega lang, aber heute, ich weiß nicht, wie lange bin ich schon. Oh, 2 Stunden, mein Gott, mein Gott, mein Gott. So, schnell, zum Schluss. Okay, noch 5 Minuten, ich bleibe mit euch. Bitte schreibt ihr, was für eine Farbe sollt ihr unbedingt sehen heute. Egal, ob würden ihr das kaufen oder nicht kaufen. Einfach, was wollt ihr live sehen. Hier mache ich auf alle 3 jetzt getestete Produkte natürlich Schwitzschicht ab. Geht nicht, ja, egal, dann lasse ich so. Ich wollte keine Schwitzschicht haben. So. Und jetzt, was ich mache, ich versuche das biegen in verschiedene Richtungen. Was wir sehen, also ich mache wirklich einen sehr festen Druck. Was wir sehen, das Gel bleibt elastisch und geht nicht ab. Oh, oh. Das ist rosa
Weiß, rosa, okay, blau, langsam, langsam, langsam. Warte hier. So, das war die Base, die ist so fest, ich kann die sogar überhaupt nicht bewegen, Mädels. Also ich drücke jetzt gegen, ja, ich stoße gegen, trotzdem, das ist diese dünnflüssige Base, die kann man auch für Pediküre, so 13, 10, warte, warte, 13, 10, Sekunde, weiß-blau, die ist fest, Hammer, ja, also das ist wunderschöne, für feste Nägel, kein Problem, so dünn auftragen, hält wie Bombe. So, und das ist der letzte unserer Versuchskaninchen, das ist die Base Plus, wieder. Sehen ihr das? So ist elastisch. Bitteschön, das kann ich immer und immer biegen und das geht nicht kaputt. Das Gel geht nicht kaputt. Das ist eine gute, fantastische Qualität auf, Aufbauschicht, also Basisschicht. So, jetzt kommen wir endlich langsam Nail Art. Langsam, langsam. Weiß, schwarz und blau. Blau gibt es auch unterschiedlich. Nee, wir haben nicht viel Blau, muss ich ehrlich sagen. Zuerst 27, langsam 27, 27, 28 und 41. Ja, Gott, wo ist 41? Steht schon irgendwo hier bei mir auf dem Tisch. Mädels, hier. Mhm. So, dunkelblau. Ja, zeige ich jetzt, Alicia. Zuerst weiß. Das, wir haben keine kompliziert. Ich diesmal mit Gel-Polish-System, ich habe gesagt, nie wieder. Ich brauche immer Kopfschmerzen. Ich habe immer Kopfschmerzen und neue Namen geben für Farbgele. Jetzt mit Gel-Polish basta. Ich muss erst einmal eine Liste machen, welche Flaschen und schon. Kein Problem, Petra. Du kannst in jeder Zeit anrufen hier und wir helfen dir. Oder manche machen Mädels Folgendes. Wenn die möchten was genau sehen, die schreiben mir per WhatsApp. Oh Gott, wo ist die Probleme? Ja, und ich mache kurz Video. Das kostet mir 2 Minuten. Aufmachen, die Flasche zeigen und zumachen und schicken. Und senden per WhatsApp ein Mikrovideo. Und ihr seht eine lebendige Farbe. Wer macht sowas noch Verkäufer, meine ich, ja? So, Nummer 1, das ist weiß. Keine extra Name, keine extra bla bla bla. Weiß hat keine gelbe Stich, muss ich sagen. Hat eine super schöne Deckkraft. Bitte schön, weiß, dass. Also, wie gesagt, alle unsere Produkte, die haben sehr gute Deckkraft und könnt ihr sehen, obwohl ich habe das provisorisch gemacht und schnell, keine Streifen. Fertig. Weiter. Nummer 2, das ist schwarz. Nummer 2, das ist schwarz. Das mag so niemand. Ja, das mag so niemand. Du hast alles von uns, Jutta, ich denke. Schwarz. Und ich würde sehr, sehr froh, wenn ihr kauft unsere Produkte. Das war die 33. Ja. Ah, die 33 hast du. Bitte, für mich sehr wichtig, sehen eure Reaktionen auf Facebook. Einfach schreiben, die Nägel sind mit First Gel gemacht. Ja, ich möchte das sehen. Seid ihr zufrieden? Verwendet ihr unsere Produkte oder nicht? Mache ich alles umsonst oder nicht? Schwarz ist richtig schwarz. Ohne Streifen, super schöne Deckkraft. Weiter. Nächste, oh, blau, das muss ich extra. Der ausverkauft? Nein, Claudia, weiß ich nicht. Ich denke nicht, nicht ausverkauft. Nochmal, wenn habt ihr die Probleme, bitte uns sofort anrufen. Bei uns könnt ihr auf Facebook finden oder auf Homepage finden unsere Nummer. Hier könnt ihr direkt zum Beispiel, das ist meine WhatsApp-Nummer, könnt ihr einen Screenshot machen. Also bitte am besten für mir persönlich schreiben auf WhatsApp, nicht auf Messenger, ja, nicht auf Facebook.
Mir ist lieber hier. Ich antworte wirklich schneller, weil Handy ist immer am Hand und ich unterhalte mich sehr oft auf WhatsApp. Oder könnt ihr einfach schreiben, also hier, das ist unsere Internetseite, da könnt ihr finden alles, ja? Alle unsere Adressen und so weiter. So, Nummer 4, das ist ein fantastischer Farbton. Hier muss ich besonders, also, das ist aber lecker. So, es war eine kleine Runde. Kleine Runde. Vielleicht Nail Art 2? Das ist aber blau. Mädels. Das ist genau die Farbe, die viele suchen. Ja, egal, ob ich oder mein Mann Viktor, der macht auch Buchhaltung und so weiter, die ist immer auf Handy dabei, auf Handy, immer. Ich kann nicht sagen, also was ich sehe auf meinem Handy, die Farbe ist noch ein bisschen heller, ja, also stärker, blau ist ein bisschen stärker. So, weiter, es war... Nummer, so langsam alles zurück, sonst. Was finde ich auch sehr schön? 4 mit Velvet, ja. Das ist auch ein schöner Farbton. Zeige ich ganz schnell, das ist 3. Dunkelviolett. Das ist Flieder, mehr Fliederfarben, aber auch sehr, sehr dunkel, edel. Edel für die Nägel finde ich auch edel, für die Kunden, die mögen dunkle Farben tragen im Winter. Anna, der Hammer, einmal aufgetragen und so decken, ja. Uiuiui. Ja, danke. So, Nummer 27. Nummer 27 zeige ich euch. Das ist pastellrosa Farbe. Ich denke, brauche ich keine jetzt Tipps nehmen, ja, um ein bisschen Zeit sparen. Obwohl, doch, ich zeige, weil, wie ich weiß, viele suchen genau rosa Farben, um das, die lässt keine Streifen. Gut. Oberflächlich, langsam, nicht tief, tins. Heute braucht ihr keine gute Nachtfilm schauen. Ja, perfekt, oder? Besser geht gar nichts. Nummer 41, das ist eine graue Farbton und, wie soll ich das sagen, mit edle Goldschimmer. Also ich liebe sowas, ein bisschen komplizierte Farben. Nicht einfach blau, einfach. Also die Farben sollen schon kompliziert sein. Wenn guckt ihr Pantone 2018-19, es nur so komplette, ja, also komplizierte Farben, keine easy Farben. Was bedeutet komplizierte Farbe? Das ist die Farben, die haben innen drin mehrere Farben, ja. So eine Grau, kann man sehen, diese leichte Goldschimmer. Mhm. Andrea, probier mal mit, wenn du hast Probleme, probier mal meine Technik, wie gesagt, langsam auftragen. Ja? Langsam, nicht tief mit Pinsel drücken. So, 28, ja? 28 soll ich noch zeigen. 10 und 13, Sekunde mal. 28, das ist Flieder-Pastell. Also typisch Frühlingsfarben. Alle Farben, Pastellfarben sind Frühlingsfarbe. So. Welche Nummer was? Das war 41 wahrscheinlich, Heike. Ja, und in diese Richtung die Farbe 40.
Nur Unterschied, das ist auch grau, nur mit so, nicht Gold, sogar Rosé-Schimmer. Ja. Auch für Herbst und Winter finde ich auch super schöne Farbton. Also grau ist kalt, ja, und Rosé oder hier in diesem Fall, Gold macht kalte Farbton, grau kalte Farbton macht angenehmer, wärmer. Ja, das ist ein Geheimnis, um das komplizierte Farben sehen richtig schöner aus. Weiter war noch am Frage Nummer 10. Das ist typisch Herbstfarbe, egal 2020, 2021 oder 1978. Das ist typisch so Erdefarbe, ja? Das ist typisch Herbstfarbton. Deckkraft genauso. Ich denke, muss ich nicht jetzt mehr weiter beweisen nach Deckkraft von unseren Farben. Nummer 9 würde ich euch empfehlen, auch als Herbstfarbe nehmen. Die Farbe 9, ihr könnt auch mit Matt Versiegler bei mir auf Facebook und Instagram auf die Nägel sehen. Das und noch Nummer 14. Die zwei Farben, nach meiner Meinung, sind typisch Herbstfarben. Ich zeige euch. Das ist Nummer 9 nochmal. Ja. Deckkraft können wir sehen. Eieieiei, läuft alles. Und Nummer 14. Das ist auch eine wunderschöne, angenehme, edle Herbst. Ja, das ist eine edle, so Königsherbst, sage ich so. Nummer 13 wollte jemand noch sehen. Sekunde mal. Nummer 13, ich weiß nicht, wie zeigt euer Handy. Das ist eine Rosé plus ein bisschen Mikrograu Farbe. Plus ein bisschen, also das ist diese graue, alte Rose, aber trotzdem Richtung mehr Rose Richtung. Was kann man auch? Was ist dunkelgrün? Dunkelgrün zurzeit habe ich nicht als Gelpolish, weil ist nicht sehr angefragt. Dunkelgrün kann man eigentlich easy machen. Wenn nimmst du einen Grün und dazu gibst du zum Beispiel 42. Nicht immer, nur für eine kurze Saison muss man kaufen Farbe, die bleibt dann ewig einfach im Schubladen, ja, als Staubsammler. Deshalb, ich zeige euch Farben, die sind am meisten verwendbar in Studio, Studiofarben. Welche Base war das? Festere. Claudia, nochmal, die festere Basen sind durchsichtige Base, das ist Plus, Raba Plus, oder die zwei Basen sind auch sehr, sehr fest wie Plus. Puder Rosé, hier kannst du entscheiden nach Farbton. Also beliebte, oder das ist meine Geschmackssache, das ist Nude-Farbe, Make-up, Camouflage, ja? So. Ui, was mache ich an? 14, 14. Auch eine edle Herbst. Und die alle Farben unter den Velvet, das sieht Hammer aus. Ja, gezeigt. Was würde ich auch als Herbstfarbe euch empfehlen? Zum Beispiel 15. Also wir haben, wie gesagt, nicht große Palette, aber es ist alles Studiofarben. Jede Farbe kann man 100% sagen, ja, die kann man verkaufen. Was soll ich noch sagen? Ich persönlich finde, das ist ja komische Frage, aber trotzdem gibt es keine dumme Fragen. Ja, Leute, alle Farben, egal was für eine, wie kann man alles zusammenmischen? Alles kann man mischen. Ihr könnt sogar so mischen. Ja, zum Beispiel zum Gelpolish, um einen neuen Farbton bekommen, bisschen Farbgel geben. Gar kein Problem. So.
So, was finde ich super schön? Also ich finde das Königsherbst und Königswinter, nach meiner Meinung. Das ist Bordeaux-Farbe. Oh Gott, die ist schön. Mit Mikro-Bordeaux-Glitzer. Es schimmert, ja, es glänzt, aber wirklich edel. Ganz, ganz tief. Oh Gott, wie soll ich das? Das. So kann man. Es ist keine scharfe Bild, aber am besten könnt ihr vorstellen, wie es schimmert sich. So. Also, nach meiner Meinung, das ist Must-Have für jedes Nagelstudio. Geht bei mir weg, die warme Semmel. Aha. Weiter. Was, wie rote Farbton ist auch immer beliebt bei uns. Das ist Nummer 21. Traumhaft, ja. 21. Farbton, so klassisch. Rot, Ferrari-Rot. Ich liebe diese Farbe. Weiter gibt es verschiedene, also 22 Rot. 22. Rot ist nie genug im Studio. Er weiß, was ich meine. Das ist ein kühles Rot. Ein bisschen kühl, kalt, ja? Das ist schon dunkelrot, aber warm, weil zum Beispiel, er weiß jeder, gibt es nie genug Rot im Studio. Warum? Also ich habe meine eigenen Gedanken, warum nie genug Rot? Weil er weiß genau, gibt es Kunden, die tragen unbedingt nur warme Farbtöne und es gibt Kunden, die tragen unbedingt nur kühles, kalte Farbtöne, ja? Warum das ist? Rosé, sogar Rot und so weiter. Aber Rot, das ist neutrale Farbe auf die Nägel für alle Kunden. Nur die Kunden, die in anderer Zeit tragen mehr gerne Violett oder Blau oder Grün. Hier, wir können sofort empfehlen oder zeigen nur die Farbtöne, die haben einen kalten Stich. Was bedeutet kalt? Wenn nehmt ihr rote Farbton, egal Farbgel oder Gelpolish, und dazu auf Mischpalette mixen mit ein bisschen Violett, sofort neuer Farbton. Ja? Ja, 23 ist schön. So, weiter. 24, das ist eine typisch Herbstfarbe. Das ist eine sehr, sehr dunkle Rostfarbe. Wenn darf ich so sagen. Wenn kann man das auf Deutsch so sagen. Jetzt, ich versuche das auftragen. Vielleicht könnt ihr besser. Und ich mache das extra dünn und könnt ihr sehen, diese Farbton. Also Deckkraft ist so stark, sogar dünn auftragen, das geht gar nichts. No, Mädels, sorry. Auch edle Farbe. Wie gesagt, ich habe nur so Studiofarben. Nur Studio. Und demnächst, ich vorbereite jetzt langsam neue Kollektion, auch so. Es gibt natürlich bei uns Pink, bisschen paar so Neonfarben, aber am meisten ist es alles nur Studiofarben. 6 ist auch interessant. Das ist zwischen Rosé, das ist keine Neonfarbe, das ist zwischen Rosé und Violett. Auch interessant ist Nummer 7. Wo? Oh. Mhm. So, also kann ich natürlich hier noch ganze Nacht sitzen. Das tut mir nicht weh. Ja, nur zum Schluss. Ja, auch, sage ich so, must have. Die Farbe Nummer 18. Mädels, nochmal ganz kurz eure Aufmerksamkeit.
Das ist eine, die kann man sogar einmal dünn auftragen, Farbe, um ihr, wenn zum Beispiel Kundin so Natur, Natur, Natur ist, ja, die ist so Natur, besser geht gar nichts, ja, sie schminkt sich nicht, am meisten diese Frauen, die haben eine sehr helle Hautfarbe, die sind blonden, ganz so süße Mädchen, sage ich so, und die möchten sehr natürlich bleiben, ja. Das ist nur eine Schicht. Ja, und zwar könnt ihr sehen, wir sehen wieder keine Streifen. Sorry. Sorry, keine Streifen. Auf jeden Fall, das ist eine super schöne Naturfarbe. Und wenn zweimal auftragen, jetzt mache ich ein bisschen dicker, kann man sehen auch, ja, das ist sehr, sehr, sehr natürlicher Farbton. Sehr natürlicher Farbton. Was wollte ich noch ganz kurz? Nun, ja, das braucht jede Nagelstudie, sogar wenn Kunden brauchen das nicht, wir brauchen das. Ich zeige euch. Altrosé, Schatz, ich habe gerade gezeigt, das ist nur Nummer 12. Altrosé, mehr kann ich nicht zeigen. Das ist 12. Altrosé, Altrosé. Nummer 12. Auch super schöne Deckkraft. Also wie gesagt, zum Schluss, ob wollen unsere Kunden oder nicht, Glitzer, Glitzer, wie kann man ohne Glitzer? 36, das ist Silber, aber wenn könnt ihr bitte, bitte sehen, das ist keine kalte Silber. Ja, ich bin so ein Mensch, ich bin, ja. Und ich zeige euch direkt auf meinen Nagel und könnt ihr sehen, wie dick. Wie gut ist Deckkraft? Sorry, zu viel auf dem Pinsel. Von dieser Silber. Ich mache dünne Schicht, Leute. Bitte schön. Ja? Fast komplett gedeckt. Das ist Nummer 37. Das ist schon Gold. Ich denke für Silvesterzeit und Winter, das man braucht immer. Gold, aber auch, das ist warme Goldfarbe. Auch kann man sehr dünn auftragen und ihr kriegt eine super schöne Deckkraft. Bitte nicht vergessen, ihr könnt diese Farben auch mit alle anderen Farben mixen. Warum nicht? Experimentieren. Und 38 Rosé. Also ich habe keine 20.000 verschiedene Glitzer, weil ich weiß genau, keine verwendet das. Gibt es nur drei am meisten verwendete Farben: Rosé, Rosa, Gold und Silber. Fertig. So ist die Kraft von diesen Farben. Und das glänzt. Ist das nicht schön? Ui, Mama, ich lasse so. Ich lasse lieber so. So, Mädels, ich sitze hier schon über 2 Stunden, wenn ich sehe das richtig. Ihr seid dabei. Ich bedanke mich dafür, weil es war für mich auch sehr sehen, dass ihr braucht das. Und hoffentlich, es war interessant. Deshalb, wenn es war überhaupt interessant heute, alles, was habe ich euch erzählt, wir können sowas weitermachen. Ihr könnt ruhig schreiben, zum Beispiel hier Kommentar. Was für ein Thema ist auch für euch interessant? Ja, zum Beispiel Aufbaugel, wo ist der Unterschied und so weiter? Was ist, also ich meine immer hier keine Schulung. Ich kann euch nur Produktbewertung von unseren Gelen oder unseren Produkten zeigen. Ja, ich bin hier kein Instruktor, ich bin hier keine Lehrerin, ich bin hier eine Nageldesignerin mit euch. Die hat eine gute Erfahrung mit guten Produkten und ich kann meine Erfahrung weiterteilen, ja? Danke, danke für deine Zeit. Danke euch auch. Vielen lieben Dank. Für mich natürlich, wie immer gesagt, beste Lohn wird, wenn würdet ihr dieses Video weiterteilen, um dass mehr Leute sehen das und nächstes Mal kommen noch mehr Leute, weil nur meine Stammkunden sehe ich immer hier. Leider kamen keine neuen Kunden. Und ich denke, alles, was habe ich heute erzählt, es ist gute Info für alle, oder?
Und liken. Liken. Ich liebe liken. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für eure auch Aufmerksamkeit, weil diese 2 Stunden für euch, das ist auch, das war eine freie Zeit oder Familienzeit, weil morgen ist Mittwoch, muss man wieder, oder Mittwoch oder was? Doch, Mittwoch, ja? Weil heute früh, ich habe gedacht, heute ist schon Donnerstag. Aha, nee, ich denke, morgen ist Mittwoch. Auf jeden Fall das Arbeitstag. Und viele müssen sehr, sehr früh aufstehen und ja, arbeiten. Ich wünsche euch immer gesund bleiben. Das ist ganz wichtig und das Wichtigste ist. Ja, und wenn habt ihr noch Fragen über diese Thema, Gelpolish, doch mal entweder... Danke dir, Erika. Danke dir, mein Schatz. Also, wenn es geht um diese Thema, Gelpolish, eventuell wollt ihr noch was bestimmt sehen und so weiter, weil nicht immer, wie gesagt, auf Homepage, auf Shop kann man gut alles sehen. Die Farben kann ich besser lieber so schnell Video machen und euch schicken. Oder WhatsApp oder nur in diese Thema, nur unten diese Livestream, ja? Sonst da ein bisschen geschrieben, da ein bisschen geschrieben, da und manchmal mein Kopf explodiert. Danke, liebe Anne, sehr lehrreich und danke für die Zeit und Opfer. Danke, Erika, herzlichen Dank, Anne, es war sehr interessant. Danke euch, Mädels, dass ihr habt Geduld für meine beste deutsche Sprache. Oh, naja. Ich bin so. Ich gehe Gassi. Meine Hunde warten auf mich auch. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.